Derre Freunde, weiter geht's mit dem zweiten Teil von Elemental Journey. Wie ihr vielleicht im letzten Part gemerkt habt, bin ich der absolute Schneidekönig, aber ist egal, dieses Mal gibt's ein schönes, abgeschlossenes Ende. Ich freue mich, ich hoffe ihr auch. Bis dann. Elemental Journey, zweiter Part, weiter geht's. Tywin überkam ein Gefühl von Ehrfurcht, aber auch Angst, als er die Arena betrachtete. Er wäre so gern in die Welt gezogen und hätte so viele Abenteuer erlebt, vielleicht sogar seine wirklichen Eltern gefunden, aber so wie es aussah, konnte er das Ganze vergessen. Denn es gab eine Ausgangssperre für Leute, die die Donnerprüfung noch nicht geschafft hatten. So. Tywin wurde aus seinen Tagträumen gerissen, als Domenico das Wort erhob. Wir sind da, und wie mir scheint, haben wir einiges zu besprechen. In Domenicons Haus, nach der Arena das höchste Haus des Dorfes, war alles still. Zwei Jugendliche saßen mit gesenktem Blick am Tisch und es schien, als gäbe es für die beiden nichts Interessanteres als ihre Hände, die zitternd auf der Tischplatte lagen. Ich denke, es wird Zeit, dass wir uns mal ein wenig über euer Verhalten unterhalten. Domenicon sprach nicht laut, aber mit so einem enttäuschten Unterton, dass es für Tywin und Cassandra mit körperlichen Schmerzen zu vergleichen war. Domenicon war ein strenger Mann, der schnell laut wurde. Aber das war nicht schlimm, denn dann hatte er die Rüge schon nach ein paar Minuten wieder vergessen. Doch das Schlimmste war, wenn er schwieg oder offen enttäuscht war. Und er konnte schweigen. Domenicon hatte den ganzen Heimweg und das ganze Abendessen geschwiegen, so dass es trotz aller Schmerzen für die Kinder fast eine Erleichterung war, dass er nun sprach. Wie ihr zwar euch in letzter Zeit verhaltet, ist eine Zumutung. Du, Junge, verschwindest wochenlang, um zu trainieren, ohne genug zu essen und Schlaf. Sieh dich doch mal an. Willst du in diesem Zustand die Prüfung bestehen? Aber ich bin gut trainiert, warf Tywin dazwischen. Halt den Mund, Junge, wenn ich mit dir rede. Du bist vollkommen am Ende. Man sieht es dir an. Und du hast tiefschwarze Ringe unter den Augen und bist abgemagert bis zum Letzten. Das ist nicht Sinn der Prüfung, dass du dich dafür aufopferst. Sein Blick wanderte weiter zu Cassandra. Und du, Cassandra, solltest es eigentlich besser wissen. Prügelst dich auf offener Straße wie ein Gossenjunge. Denkst du, dass du so erhaben bist, weil du jetzt ein Mitglied des Ero-Stammes bist? Denkst du, dass du die Stärkste im Dorf bist? Nein, Großvater, versuchte sich Cassandra zu verteidigen. Das ist es nicht. Diese Idioten haben angefangen, Tywin zu beleidigen. Und dann bin ich ausgerastet. Domenicon seufzte. Habe ich euch beiden nicht beigebracht, dass man über solchen Dingen stehen sollte? Ein Mitglied des Ero-Stammes sollte über so etwas lächeln können. Du weißt ganz genau, dass sie nur reden und euch versuchen zu provozieren. Es tut uns leid, sagten Tywin und Cassandra wie im Chor und meinten es auch so. Die Weisheit dieses Mannes, den die zwei Großvater nennen durften, reichte viel weiter, als die zwei erfassen konnten. Für sie war das Wort Domenicons noch Gesetz. Dann hoffe ich, dass ihr daraus eine Lehre gezogen habt. Na, kommt her. Tywin und Cassandra nahmen ihren Großvater in die Arme und ein Gefühl der Wärme ergriff beide. Sie wussten, dass Domenicon es gut mit ihnen meinte. Und jetzt ab ins Bett mit dir, Tywin. Du hast morgen deinen großen Tag. Cassandra, für dich ist es auch Zeit, nach Hause zu gehen. Richte bitte deiner Mutter aus, dass ich sie und Brise morgen um 7:30 hier erwarte. Domenicon richtete sich vom Tisch auf. Cassandra setzte gerade zum Gehen an, da hielt sie Domenicon noch einmal zurück. Und Mädchen, merke dir meine Worte. Es wird immer jemanden geben, der stärker ist als du. Also verlasse dich nicht so auf deine Stärke und trainiere trotzdem immer weiter. Haben wir uns verstanden? Ja, Großvater, rief sie ihm im Laufen zu und verschwand aus der Tür. Kinder, grummelte Domenicon ihr hinterher. Ach, und Tywin? Ja? Wasch dich bitte, du stinkst wie eine Herde Wildschweine. Tywin grinste. Dann habe ich ja doch etwas von dir. Domenicon huschte ein Lächeln übers Gesicht. Verschwinde, du vorlauter Bengel. Tywin lag in der Nacht vor lauter Nervosität noch lange wach, bis er in einen unruhigen Schlummer fiel. Im Traum war er an einem Ort, den er noch nie gesehen hatte. Es war eine riesige Stadt, viel größer als Mistral, die er mit Domenicon schon öfter zum Einkaufen oder Tratschen besucht hatte. Diese Stadt war gewaltig. Tywin war oben auf der Spitze eines Turms oder ähnliches. Er konnte sich nicht bewegen oder auch nur umsehen, deswegen konnte er nicht feststellen, was es tatsächlich war. Von dort, wo er war, bis hin zum Horizont, war nur Stadt zu sehen. Sie bestand aus Häusern, die zwar nicht sonderlich hoch waren, dafür aber alle aus Gold oder feinstem weißem Marmor bestanden. Es war einfach wunderschön, wie sich die Sonne an den Wänden der Häuser brach und die wunderschönsten Farben erzeugte.
Plötzlich wurde Tyrion herumgedreht. Er sah in ein Gesicht, das so schön war, dass er die Stadt sofort vergaß. Er sah in die Augen einer Frau, nein, eines Engels mit goldenem Haar und einem Gesicht, in dem man versinken konnte und alles um sich herum vergaß. Der Engel nahm Tyrion ohne sichtliche Anstrengung hoch und drückte sich an ihn. Tyrion spürte eine unendliche Wärme, die sich in seinem Herzen ausbreitete, und dann fing der Engel an zu singen. Sie hatte eine Stimme, die Tyrion zum Weinen brachte. Aber nicht, weil er traurig war, sondern weil es das Schönste war, was er jemals in seinem Leben gehört hatte. Tai hatte das Gefühl, dass er bis ans Ende aller Zeiten auf dem Arm des Engels liegen konnte und nichts anderes tun müsse, als ihrer Stimme zu lauschen. Doch dann verschwand der Traum vor seinen Augen und alles wurde dunkel. Er lag wieder in der Position, in der er am Anfang des Traumes lag, und konnte die Stadt sehen. Doch irgendwas stimmte nicht. Die Stadt, so schön sie vorhin auch war, lag in völliger Dunkelheit getaucht. Es war also Nacht. Das Einzige, was Tyrion sehen konnte, waren die grausam verzehrenden Flammen, die in der ganzen Stadt loderten. Ja, die Stadt stand in Flammen. Es gab keinen Ort, der noch nicht von der alles verzehrenden Lohe erfasst wurde. Tai hörte Schreie von unendlichen Qualen, die zu ihm hochhalten. Es waren auch Frauen und Kinder dabei. Tyrion versuchte, sich hochzustemmen. Er wollte in die Stadt den Menschen helfen. Niemand hatte ein so grausames Schicksal verdient. Aufstehen ging nicht. Seine Beine versagten ihm den Dienst. Das Einzige, was er schaffte, war, seine Hand auszustrecken. Dabei fiel ihm zweierlei auf. Erstens, es war nicht seine Hand, sondern die Hand eines Kleinkindes, vielleicht Babys. Und er fragte sich erneut, wo er hier gelandet war. Zweitens, seine Hand traf, als er sie ausstreckte, auf irgendwas. Ja, der Turm oder was das auch immer war, bestand aus einem durchsichtigen Material, vielleicht Kristall oder Glas. Und deswegen konnte er alles sehen. Nein! Tyrion hörte einen furchtbaren Schrei. Er versuchte, sich umzudrehen, um zu sehen, was da passiert war, aber er schaffte es nicht. Nicht das Baby! Du hast doch schon meinen Mann getötet! Und Perseus, verdammt, bitte lass das Baby in Ruhe! Diese Stimme, das war der Engel, den er zuvor gesehen hatte. Aber warum klang die Stimme so panisch? Tyrion bekam ein grausames Gefühl im Magen. Beruhige dich, Kitana. Eine Stimme wie ein Schlag in den Magen. Ich werde dem Kleinen nichts tun. Ich werde dich zur Frau nehmen. Und da du keine Kinder mehr bekommen kannst, brauche ich einen Thronfolger. Und da kommt Aelys ins Spiel. Die Stimme dieses Mannes hörte sich an, als ob man versuchte, mit einer Säge Metall zu sägen. Tyrion versuchte immer noch, sich umzudrehen. Nein, Schwager, das kann ich leider nicht zulassen, sagte die Stimme des Engels. Dann zwing mich dazu, das Kind zu töten und dich in den Kerker zu stecken. Ist es das, was du willst? Nein, das will ich nicht. Dann sei es so. Aber denke daran, mein Herz wirst du niemals besitzen. Die Stimme des Mannes klang belustigt. Damit kann ich leben. Und dann erschallte sein Lachen. Es hörte sich an, als würde es direkt aus dem Grab kommen. Tyrion spürte, wie er umgedreht wurde. Dann sah er in das Gesicht des Mannes. Es war grausam entstellt, hatte unzählige Narben und die boshaftesten Augen, die Tyrion jemals gesehen hatte. Der Junge, oder das Baby, fing an zu schreien. Plötzlich erwachte er. Das Erste, was Tyrion bemerkte, war, dass sich Dominikon über ihn gebeugt hatte und ihn schüttelte. Tyrion, hey Junge, wach auf! Ich bin wach, Großvater, gähnte er. Du hast im Schlaf geschrien, Junge. Was los? Wieder der gleiche Traum? Fragte Dominikon. Seinem Gesicht war anzusehen, dass er mehr als besorgt war. Ja, Großvater, dasselbe wie immer. Und ich denke, dieser Traum wird niemals aufhören, solange ich nicht die Ursache gefunden habe, sagte Tyrion. Dominikon setzte sich neben ihn. Mein Sohn, es ist nicht gesagt, dass der Traum überhaupt etwas zu bedeuten hat. So eine riesige, reiche Stadt, wie du sie erwähnt hast, davon habe ich in meinem Leben noch nie etwas gehört. Außer... Außer was? Tyrion war sofort hellwach. Nein, Tyrion, das ist Blödsinn. Das könnte gar nicht sein, erwiderte Dominikon. Opa, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen, egal wie unwahrscheinlich es ist. Solange es nur auch ein wenig Hoffnung gibt, dass ich Antworten über diesen Traum bekomme, möchte ich alles wissen. Bitte! Tyrion wurde ungeduldig. Dominikon sah den Jungen aus müden Augen an und lächelte ein wenig. Dieses Lächeln zeigte Tyrion, wie sehr sein Großvater ihn liebte, und er war sehr dankbar dafür. Also gut, mein Sohn. Im Lande Luxa soll es bis vor wenigen Jahren eine Stadt gegeben haben, die so unglaublich reich und erhaben war, dass sie von allen nur Elysion, die Stadt des Goldes, genannt wurde.
Tyrants Augen wurden groß. Allerdings hielt ihr Wohlstand nur wenige Jahrzehnte. Es wird erzählt, dass eines Nachts ein gewaltiges Feuer ausgebrochen sein soll, welches die gesamte Stadt sowie den größten Teil ihrer Bewohner vernichtet hat. Die restlichen Bewohner hatten alles verloren und begannen zu morden und Kannibalismus zu betreiben. Und jeder, der diesen Ort jemals betrat, kehrte niemals zurück. Seitdem bekam die ehemals herrliche Stadt den Namen Nobadar, die Verfluchte. Aber das ist für dich vollkommen unwichtig, denn das Land Luxa oder auch Nobadar sind über eine Jahresreise von hier entfernt. Tyrant sah seinen Großvater mit glänzenden Augen an. Eines Tages werde ich die Welt bereisen und das Rätsel meiner Herkunft sowie meines Traumes lösen. Das ist mein Herzenswunsch, sagte er. Ich weiß, sagte der alte Mann, streichelte Tyrant über den Kopf, so wie er es immer getan hatte, als er noch klein war, und lächelte ihn an. Und ich bin froh zu sehen, was aus dem kleinen Baby geworden ist, das ich vor meiner Haustür gefunden habe. Und doch wirst du immer mein kleiner Sohn bleiben. Er sah Tyrant fürsorglich an. Aber schlaf nun, Junge. Morgen ist es endlich soweit. Der Tag, der über dein Schicksal entscheiden wird, ist da. Er deckte den Jungen zu und ging in Richtung Tür. Tyrant sah ihm nach. Da drehte sich Domenico noch einmal um. Und egal, wie es morgen aussieht, du sollst wissen, dass ich stolz auf dich bin. Ich liebe dich, mein Sohn. Ich liebe dich auch, Großvater, antwortete Tyrant, der schon fast eingeschlafen war. Und als Domenico das Zimmer verließ, sank Tyrant in einen tiefen, traumlosen Schlaf.